Zürich konkret auf Zürich Plus. Willkommen zur Sendung. Diese Woche geht es um Baby, Feministinnen und unverzichtbare Diäten. Kurzum, um alles, was vor allem Frauen interessiert. Und wir gehen einer Frage vor allem nach, nämlich warum sich Frauen seit Jahrhunderten vermessen, wägen und durchbuchstabieren lassen. Und dank meinem Gast gibt es dazu sicher ganz direkte, zynische und mitunter auch ironische Antworten. Regula Stempfli, Dozentin für Geschichte, Politik und politische Philosophie, ist Intendantin am Internationalen Forum für Gestaltung in Ulm. Nebst ihrer Tätigkeit als Dozentin schreibt sie zahlreiche Artikel, Kolumnen und publiziert Bücher, äußert sich täglich mehrere Mal auf verschiedensten Online-Plattformen. Regula Stempfli ist geheiratet, Mutter von 3 schulpflichtigen Kindern. Sie lebt mit ihrer Familie in München. Grüezi, Frau Stempfli. Ja, grüße, Frau Steinmann. Frau Stempfli, in Ihrem neuesten Buch «Die Vermessung der Frau» gehen Sie der Frage nach, warum wir Frauen uns seit Jahrhunderten über Zahlen definieren. Was für Antworten haben Sie bekommen? Ganz viel, vor allem aber philosophische, dass Zahlen eben wichtig geworden in den letzten 500 Jahren seit der kartesianischen Wende. Das könnte natürlich auch die Männer betreffen, tut es auch, aber es tut vor allem in erster Linie die Frauen betreffen, weil das zusammenfällt mit der Zweiteilung von Natur und Kultur. Und wisst ihr, Kultur steht, also Natur und Staat und Kultur. Kultur steht dann eher für den Mann, also der Staat für den Mann. Und Natur für die Frau. Und dann muss die Natur ja auch vermessen werden. Also wir sehen das ja direkt in der strassenmässigen Geografie. Und das hat sich dann über die Jahre so etabliert, dass Frauen und Frauen sie vermessen worden. Und warum lässt man der Natur nicht einfach so ihren Lauf, sondern probiert sie so schön zu schematisieren? Das ist die Machbarkeit. Technik, Techne heisst eigentlich auf Altgriechisch die Kunst. Aber es geht um die Machbarkeit. Ich denke schon, es ist ja das Zusammenspiel von Natur und Kultur, dass der Mensch immer versucht hat, unkontrolliert können, zu normieren. Was ja einen unglaublichen Fortschritt hat gebracht. Bei den Frauen war es ja oft so, vor allem auch im letzten Jahrhundert, dass sie als unkontrolliert gilt, oder die Hysterie. Es gibt ja bestimmte Zeiten, haben bestimmte Frauenkrankheiten. Und gerade die Hysterie hat man versucht zu normieren und einzuordnen und hat die Frauen einfach so entsorgt. Und heutzutage, so heute wissen wir das ja, jede Frau, die ein bisschen Temperament hat, in der Öffentlichkeit ist und wagt, sich einzuschalten als denkende Frau, wird jetzt schnell als hysterisch oder empört oder was auch immer dargestellt, weil sie noch gar nicht angefangen hat. Angefangen haben sie, mitunter hohe Wellen geschlagen, hat nämlich nicht nur ihr Buch, sondern vor allem ihre Person. Sie haben sich mit jemandem angelegt hier in der Schweiz, oder mehr hat sich mit jemandem angelegt hier in der Schweiz, muss ich vielleicht so sagen, mit dem Roger Schawinski. Sie wären eigentlich zu Gast gewesen in seiner Sendung und haben kurzfristig sich erlaubt abzusagen. Ja. Das ist eigentlich, auf persönlicher Ebene ist es eine traurige Geschichte, weil Roger Schawinski und ich sind also nicht nur als Arbeitsbeziehung, sondern als freundschaftliche Beziehung verbunden. Seit 5 Jahren war ich Kolumnistin bei seinem Radio 1. Es hat total Spass gemacht, vor allem auch mit seinem Team. Und er hat mich schon x-mal eingeladen für seine Sendung. Er kommt doch in meine Sendung, das wird spannend. Und ich habe eigentlich nie einen Anlass gesehen, wieso. Oder also, ich bin Wissenschaftlerin, ich bin nicht Politikerin, ich bin nicht Schauspielerin oder Model, also ich muss mich dort nicht verkaufen. Dann ist das Buch rausgekommen, seit 10 Wochen, und dann hat er mir vor 2 Wochen gesagt, hey, komm, das ist gut, können wir über dein Buch reden. Und dann habe ich mit Trauer und Schock und Entsetzen feststellen, wie das ich ausgeschrieben wird. Und das ist eigentlich alles, was ich in diesem Buch philosophisch-politisch auseinandernehme. Frauen werden 8-mal mit Bild, haben 8-mal die höhere Chance, mit Bild zu erscheinen, als mit Titel und Funktion. Frauen werden immer aufgrund von ihrem Aussehen beurteilt, anstatt dass endlich mal meine Literaturliste dasteht. Also mein Wikipedia-Eintrag ist ein klassisches Beispiel von Revenge. Editing, also Rache-Editing, das macht man bei der Frau, ist eine grosse Diskussion jetzt gerade in den USA. Und dann habe ich diesen Text gesehen. Verstehen wir, da wäre kein Mensch gegangen. Der Text hat mich dargestellt, auch in einem vermessenen Bild. Also ein fixes Bild,
wo überhaupt nichts mit mir zu tun hat, respektive sicher nicht so. Und ich bin, eben, und über das Buch hat es nichts geheißen. Und da habe ich einfach gesagt, ich bin entsetzt. Man hätte das persönlich ausbändeln können, sollte man ja eigentlich. Konflikte nicht mehr direkt. Und dann ist es halt nachher nicht gegangen, wie es ist. Er ist ein Medienmogul. Ich bin offenbar auch kein unbeschriebenes Blatt. Und nein, er ist die ganze Medienlawine. Ja, aber immer ohne das Buch erwähnen. Es ist immer nur nachher über meine Person gegangen. Das sieht man auch in den Kommentaren der Männer. Aber ist es NZZ dann, zum Beispiel. Ist köstlich. Ist es dann nicht gerade für sie naiv zu denken, also dass ihnen jetzt das nicht soll passieren. Wo, also gerade innen, wo jetzt das Buch geschrieben hat, sich mit dem befasst hat, also dass man sie als quasi Heilige auf ja. irgendeinem Berg auf dem Bänkli darstellt, von dem haben sie doch einfach nicht können ausgehen. Ah, nein, aber wisst ihr, es gibt Grautöne. Also zwischen Heilige und Hexe, die auf dem Scheiterhaufen verbrannt, auf dem medialen Scheiterhaufen verbrannt werden muss oder eben durchbuchstabiert und durchtätowiert, gibt es einen grossen Unterschied. Und Naivität, hallo? Menschenliebe, seit wann ist es verboten, immer das Gute zu glauben an den Menschen? Das ist übrigens etwas, was ich auch immer wieder im Buch schreibe. Das Menschenbild. Nein, das Menschenbild, das wir haben, entscheidet über die politischen Formen. Das ist ganz, ganz spannend. Das ist wirklich im Buch auch gut beschrieben. Die Politik macht Körper. Also, selbst wie wir aussehen, hat etwas mit der Politik zu tun. Die Politik ist aufgebaut um ein bestimmtes Menschenbild. Wenn ihr ein Menschenbild habt, das schlecht ist, oder alle wollen nur stellen, Gewinnmaximierung, wir sind alles Egoisten. Also genau die Sprüche, die total in sind. Wie wir das glauben, haben wir ein Faschoregime. Also, das ist jetzt populär gesehen, aber ein autoritäres Regime. Und genau das haben wir ja nicht. Wir haben Demokratie. Wir haben höchst kompetente, tolle Menschen. Und das habe ich sicher nicht verloren. Also nur wegen dem. Mit den Medienleuten bin ich schon ein bisschen skeptischer. Jetzt der ganze Bericht. Eben, quasi die Verbrennung auf dem Scheiterhaufen durch die Pressemitteilung von SRF zu dieser Schawinski-Sendung haben rückblickend. Sie haben mit dem Roger Schawinski jetzt nicht über das persönlich geredet. Hat man das einfach quasi nicht überlegt, dass Frau Stempfli das so auslegen könnte? Oder hat man das ganz bewusst gemacht? Wir haben das ganz bewusst gemacht. Das ist der Schock. Das ist ganz bewusst. Wisst ihr, Frauen, die denken, sie sind gefährlich. Frauen, die schreiben, sind gefährlich. Frauen, die tatsächlich Themen setzen können, sind gefährlich. Ihr seht das an jeder Frau, die das Wagnis der Öffentlichkeit eingegangen ist, wie sie massakriert wird. Ganz ehrlich, tut es weh? Es tut weh persönlich, weil ich es nicht erwartet habe. Da bin ich naiv. Das tut weh. Ja, das hätte ich nie gedacht. Also nicht von einem Menschen, den ich schätze und toll finde und mit dem 5 Jahre zusammengearbeitet habe. Ja, aber wie ich gesagt habe, es gibt, ich musste feststellen, selbst bei den Leuten, die ich das Gefühl habe, sie hätten mich gerne, ui, ich rege es offenbar auf. Der Regen regt auf. Was mich erstaunt, ich habe noch gar nicht angefangen aufzuregen. Also bewusst? Bewusst, genau. Gut. Gehen wir zurück zu Ihrem Buch. Am Anfang von Ihrem Buch steht das Joghurt mit einem Verfalldatum. Und ja. Ziemlich zynisch der Vergleich mit der Frage an eine Frau, ist ihr Verfalldatum schon abgelaufen? Nein, ich habe nicht zynisch, sondern lustig gemeint. Sind Sie ein Joghurt mit Verfallsdatum? Sind Sie über 25 Jahre? Wenn ja, dann entsorgen Sie sich selbst. Ich nehme ja die Evolutionsbiologen auf. Ich nehme ja Karl Grammer. Ich nehme die Spiegelwissenschaftler, ich nehme die Umfragevermesser, also bei uns die Vermesser Demokratie, ich nehme die Vermesser der Bildung. Ich nehme all die Menschen, meistens Männer, die eine Skala festlegen und sagen, das ist schön, das ist jung, das ist alt und so weiter und so fort. Das finde ich total spannend und das ist sehr lustig gemeint, weil am Schluss nehme ich das Joghurt wieder auf, ein Joghurt hat unglaubliche Entwicklungsmöglichkeiten. Ja, aber gleich. Also herzugehen und sagen, in der Buchklappe sagen, junge Frauen werden nicht ernst genommen, ältere dafür nicht mehr wahrgenommen. Ja. Ja, da könnte man so sagen, Regula Stempfli verarbeitet ihre nähende Midlife-Crisis mit dem Buch.
Das ist eure Wahrnehmung. Ich glaube, das ist eure Projektion. Und ich will jetzt etwas unterstellen. Ja, also ja. Nein, ich sehe einfach, was ihr aus diesem Buch leset. Es hat überhaupt nichts mit dem zu tun. Es hat mit der Philosophie zu tun. Schaut her. Und übrigens passt das Buch in die Reihe von meinen anderen Büchern. Oder? Also mit dem leicht ironisch witzigen Blick. Was ist die Frau? Also einer von meinen Lieblingssprüchen ist von Barbara Sichtermann. Feminismus ist die Suche nach dem Standort der Frau. Wobei noch unklar ist, ob es den Standort und die Frau überhaupt gibt. Also das ist ein Wissens, das ist auch ein philosophisch-akademischer Diskurs von Judy Butler. Sind wir überhaupt also Geschlechtswesen? Also wie werden wir konstruiert? Und mir ist es typisch, dass ihr aus den Medien die Fähigkeit verloren habt, dürfen kritisch hinterfragen. Etwas, was immer wieder kommt, ist mit findet ihr jetzt das gut oder schlecht? Als Wissenschaftlerin tut man manchmal einfach ein Bild anzeichnen. Ein Bild zeichnen mit verschiedenen Farben, wo man ausweist, woher hat man die Farbe genommen, um zu sagen, ich zeichne euch ein anderes Bild, schaut mal so her. Ja, aber da haben wir ja noch den Mensch, die Frau, Regula Stempfli, nicht nur die Wissenschaftlerin, die Philosophin. Und die macht ihr Leben durch, die ist nicht mehr 20, die wird ein bisschen älter. Vielleicht noch nicht Midlife Crisis, ich habe gesehen, sie da ein bisschen tüpft. Aber gleich wird ein bisschen älter. Steinmann. Wie alt seid ihr, noch nicht in der Midlife Crisis. Ah, wann fährt die Midlife Crisis? Ich weiß es nicht. Ich denke, also Gang und Gäbe würde man sagen, das ist so, wenn man so gewisse Sachen an Leistungsfähigkeit sucht. Ich meine, jetzt rennen alle Marathon, auch Männer, die müssen mal die Schönheit draussen lassen. Ja, aber das ist auch so ein Pünktchen. Das passt ins Buch, das ist ein gutes Beispiel. Oder Marathon ist auch so eine Geschichte. Das machen die meisten nicht mit 20. Ja, sondern so mit 40, 50. Unter anderem Roger Schawinski auch. Rennt ihr Marathon? Rennt ihr Marathon? Jetzt muss ich mir schaurig überlegen, was es für eine Antwort gibt. Natürlich renne ich Marathon, wenn Sie mich so fragen. Aber seht ihr, dir bin ich jetzt wegen dem in der Midlife Crisis? Ja, vielleicht. Wie ihr so definieren, könnte ja sein. Weiß es nicht. Wieso rennt ihr Marathon? Wieso rennen wir Marathon? Nein, das ist jetzt gar nicht die Frage, wieso ich Marathon renne, sondern die Frage ist. Darf ich schnell sagen, wieso dass ich so frage? Das ist ja total spannend. Genau das habe ich im Buch. Ich habe es nämlich, es heisst die Vermessung der Frau, es ist eigentlich die Vermessung des Menschen. Und lustigerweise habe ich die ersten 10 Zuschriften von Männern bekommen. Also, das hat mich total gefasst. Ja, was bestellt hat. Ich habe natürlich in meiner Facebook-Gruppe auch viele Männer, die viel mit Büchern zu tun haben. Und das hat mich total spannend gemacht. Da haben sie dann auch gesagt, eigentlich hättest du die Vermessung des Menschen können nennen. Und mein Arbeitstitel vom Buch war Tatort Körper. Also das, was dir jetzt hier beschreibt. Ich sage ja, der Körper ist zum Religionsersatz mutiert. In unserer kapitalistischen Warengesellschaft. Also wir gehen mit Kirchen, ist der Körper unsere eigene Kirche. Ein Spiegel ist auch billiger als ein Tempel zu bauen, beispielsweise. Und das sind Themen, die umtreiben. Darum habe ich euch gefragt, wegen Marathon oder Midlife Crisis. Midlife Crisis gibt es erst seit dem Zweiten Weltkrieg, eben auch mit der wahren Gesellschaft. Darum fange ich mit dem Joghurt an. Ein Verfallsdatum. Ein Mensch ist immer jetzt, immer lebendig. Nur Tote ändern sich nicht. Ein Mensch hat keinen Jahrgang. Darum habe ich in meinem philosophischen Werk frage ich zuerst, wie begrüßen wir Kinder? Wir freuen uns, Samuel, 3,5 Kilo, 54 Zentimeter. Wir kommen so oft, wir gehen aber auch so von der Welt. Richtig. Wieder mit so einer Zahlenfolge, oder? Wenn man als Staatenreihe. Also, ja. Mhm. Aber das war vor 500 Jahren nicht so gewesen. Und ich merke es, also gerade in den Medien, da wird einfach da wird vermessen, da wird gewägt. Aber wenn ich ein Buch schreibe über die Vermessung der Frau und über die Schönheit, wird ich angeschaut? Ist sie schön? Hat sie ein Problem damit? Darum schreibt sie ein Buch. Ja, also dürfen nur Behinderte über Rollstuhl schreiben? Also dürfen nur Überlebende von einem Verbrechen über Verbrechen schreiben? Genau das ist das Problem von der Postmoderne. Also ich muss jetzt ganz vorsichtig formulieren, aber Frau Stempfli, wenn Sie nicht gut aussehend und dreimal so breit wären, wie Sie sind, wäre das Buch schwieriger? Es wäre genau gleich gut und witzig.
Und vielleicht würde es sich sogar viel besser verkaufen, weil die Medien dann immer würden das Thema machen, oh, schau jetzt die, sie würden wahrscheinlich nicht den Klick sagen oder irgendwie so, schau, jetzt schreibt so ein Buch über Schönheit, oder? Ich glaube, und vielleicht würden sie projizieren, das sind ihre Wunschträume. Ja, aber es ist ja nein. Ich tue es ja philosophisch analysieren, woher kommt es und wie könnt ihr es transformieren. Mhm. Ich will das Bild der Menschen lebendig erhalten. Wenn ihr so ein fixes Bild habt, geht in die 30er Jahre, geht in die Inquisition. Aber das klingt ja so, als würden wir das Rad der Zeit ein bisschen zurückdrehen. Nein. Also der ganze Fortschritt in der Medizin gibt uns die Begehrlichkeiten oder die Möglichkeiten, uns da so dem Ganzen Dass wir dann mit Angelina Jolie die Brüste operieren können. Das damit haben wir halt vor 300 Jahren so nicht können. Oder? Darum ist die Begehrlichkeit gar nicht da. Nein, die geht von einem fixen Menschenbild aus. Die geht davon aus, dass der Mensch vor 300 Jahren die gleichen Begehrlichkeiten, Träume, Und Vorstellungen hatte. Aber ich gehe davon aus, dass nicht alle, die das machen, das nicht freiwillig machen. Ich habe welche Seite? Auf welcher Seite steht, wo ich sage, Frauen werden gezwungen dazu? Auf welcher Seite steht das? Aber Aber weil sie mit dem Bild arbeiten, kommt man doch ein bisschen das Gefühl über, ob man jetzt schön hat. Vielleicht sollte man den Kopf brauchen und nicht das Gefühl. Sie haben gesagt, es ist eine Bauchsache und nicht eine Kopfsache. Haben Sie gesagt, vom lebendigen Körper. Nein, aber ist es nicht so, dass es die Frage nach der Freiwilligkeit, finde ich, ist schon eine, die man sich stellen muss? Nur weil alle freiwillig Heil schreien, ist dieses Heil noch nicht richtig. Okay? Philosophisch gesehen. Nur weil alle finden, das ist richtig so. Behinderte Kinder müssen wir möglichst abtreiben, respektive möglichst vermeiden. Jedes Feuermal muss man möglichst schnell lasern, Zahnspangen, die Kinder dürfen ihre Eltern verklagen, weil sie keine Zahnspangen hatten. Dann muss ich einfach sagen, Frau Steinmann, schön. Habt ihr auch die Möglichkeit zu reflektieren, was ist der Mensch und was macht auch das Spezielle daraus, das Grossartige an der menschlichen Gestaltungsmöglichkeit, wo nicht wie in alten autoritären Regimes eingeschränkt wird. Es geht um die Urteilskraft. Es geht darum, zu schauen, wie tut uns die Welt entgegenstarren. Und wie ich merke, dass Menschen wie Gurken in Brüssel harmonisiert werden, dann muss ich sagen, jetzt haben wir irgendein Problem. Vor allem, weil die Erfahrung ja auch anders ist. Also Schönheit, ich meine, eigentlich habe ich auch das Gefühl, Frauen in den Medien, wie Frauen als Frauen oder Männer als Männer dargestellt, das ist dermassen klischiert. Ich kenne niemals solches. Ich kenne übrigens auch keine Männer, die Frauen nicht mögen. Also oder immer das Bild, oder ich kenne viele Machos, viel weiche Männer, viel farbige Männer, viel farbige Frauen, viel Macho-Frauen. Das ist genau die Vielfalt, die ich ja will. Und in den Medien sehen wir immer nur ein Bild. Und in den Medien, was dir eben auch mit den Fragen wegen der Midlife-Crisis tut, dir tut nicht mehr trennen zwischen öffentlich und privat. Dir tut eine Identität konstruieren zwischen Repräsentation und Mensch. Also das ist wie Politik. Dir würdet wahrscheinlich auch sagen, der Mensch ist mir nicht sympathisch, darum wähle ich ihn nicht. Nein. Und dann muss man aufpassen. Nein. Da muss man aufpassen. Nein, oder die hat nicht die richtige Körper. Nein. Natürlich. Nein. In den Medien. Wieso würde ja unser Parlament nur blendend schöne Leute haben? Und das hat sie ja das nicht. Das haben sie ja gesagt. Das aber schöne, schöne, aber Schöne werden besser gewählt, heisst ja in diesen Vermesserideologien. Das ist ja schon ein Nationalfondsprojekt, das so ist gefühlt worden. Ja, aber wir haben nicht nur Bild was schöne Bundesräte und nein, nicht nur Bild schönes Parlament. Aber die Realität widerspricht dem. Ich finde es einfach spannend. Ich finde es faszinierend, was Leute aus diesem Buch lesen. Wie es ganz explizit ist. Ich weiß, Sie haben vorher angesprochen, die ganze Äußerlichkeit, die Schönheit. Sie haben auch das Feuermal angesprochen. Ich möchte Sie fragen, ganz persönlich, Sie haben ein Feuermal. Ja. Das wissen ganz viele Leute nicht, weil man das jahrelang bei allen öffentlichen Auftritten, die man sie gesehen hat. Im Fernsehen. Man tut es einfach überschminken. Ist es überschminkt worden? Ja, genau. Jetzt wird es ein bisschen weniger überschminkt, man lässt es ein bisschen mehr zu. Ist das jemals ein Thema gewesen, irgendwann,
Zum sagen, das gefällt mir erst nicht. Erst in den letzten, also für mich doch zum es wegmachen. Aua, für mich doch auch nicht. Als ganz junges als nicht. Aua. Nie gecancelt. Aua. Ganz ehrlich. Aber ist nie gecancelt worden? Nein. Versuche mich zu canceln als Mädchen. Nein, ich weiß es nicht. Vielleicht haben sie es versucht, aber das ist halt mir zu canceln. Aber es wäre kein Nein, vor allem ist da ein Mensch dahinter. Mhm. Ich lasse mich nicht canceln. Mhm. Also, da kommt ja etwas zurück, was vielleicht noch schwieriger ist als Sie. Und wieso tun wir es, also haben Sie jetzt nein, die Kamera nicht mehr so abdecken? Es geht einfach darum, auf den Fotos sieht man es ja auch. Und ich finde es schön, was ich ja sage, auch im Buch, dass in den letzten 10 Jahren mit der Schönheitschirurgie, wo man es so einfach lasern kann, Menschen mir ständig empfehlen, das doch zu lasern. Und dabei stört es mich nicht. Das wäre wie, ihr macht jemanden behindert. Eben, ihr seht wunderbar aus und dann würde ich immer wieder sagen, Frau Steinmann, also jetzt mit was auch immer, 42 oder so, so lange Haare, nein, auch nicht. Und dort hat Sibyl Berg etwas Schönes gesagt, wo eine Frau mal hat gefragt, ich bin 46 Jahre, darf ich noch so lange Haare tragen? Da hat Sibyl Berg geantwortet, so lange Haare, sind Sie wahnsinnig? Schneiden Sie die Haare ab, schneiden Sie Ihren Kopf ab. Also, dann seht ihr noch einmal. Ist uns ein Schönheitsideal hergetragen worden nach dem Motto, wieso nimmt sie das nicht weg? Dialektik. Es ist eine Dialektik. Mhm. Also, es ist eine Dialektik zwischen Wirtschaftssystem und Vorstellungsvermögen. Mhm. Wie wir in einem Wirtschaftssystem von Waren leben. Austausch von Kapital, Dienstleistungen, Personen. Und Waren, dann tun wir die damit wir sie über Grenzen austauschen, vergleichen. Mhm. Und dort kommt die Normierung. Und wisst ihr, Schönheitsideal hat es ja immer gegeben. Die waren eben kulturell und politisch geformt. Gewesen. Und das ist ja spannend zu schauen, wie die sich entwickeln. Das beschreibe ich ja. Und wie sie sich entwickeln in einem Zeitalter von einer eugenischen Biodiktatur. Mhm. Also wir haben heutzutage Diskussionen, wo wir eigentlich gedacht haben, in den 30er Jahren, wir haben sie verlassen. Also nach 1945. Mhm. Also die ganzen eugenischen Debatten, die sich nicht mehr so nennen, die aber in Tat und Wahrheit, in der Realität sich so äußern. Mhm. Das finde ich schon spannend. Also dort hat Christina von Braun ein viel besseres Buch noch geschrieben. Sie ist zwar auch verrissen worden, aber Kulturprofessorin. Sie werden nicht verrissen mit dem Buch. Nein, verrissen, weil viele Leute sich nicht mehr einlassen auf kritisches Denken, wo keine Antwort gibt, wo nicht sagt, das ist gut und das ist böse, sondern evaluiert und sagt, in welchem Prozess stecken wir. Und wir stecken, das sehen wir auch in den Theaterstücken, also immer mehr in einer Biodiktatur. Der Körper ist zum Tempel einer neuen wahren Religion geworden. Und der ist so stark, dass wir eben das Stammhirn, also das Korsett von unseren Grossmüttern schon im Stammhirn haben abgespeichert. Ich sage ja, ich habe ja lustige Formulierungen, um zu zeigen, wie Körper... Gerade das Korsett, wenn wir da gerade bleiben, das rufen Sie auf zur Selbstverantwortung muss übernommen werden, also das Korsett von der Urgroßmutter. Da rufen Sie so ein bisschen auf und sagen, man darf es nicht als Ausrede bringen, so quasi im Stammhirn. Welches Buch habt ihr schon wieder gelesen, Frau Steinmann? Die Vermessung der Frau. Ich sage euch jetzt zum Korsett. Nein, ich habe ein Korsett, das ich mit lustvoll ein, aus- und anziehe. Mhm. Ich rufe gar nicht aus. Ich bin die Letzte, die irgendeinem Mensch irgendetwas würde vorschreiben, machen das. Wisst ihr, wenn ich euch zeige, wenn wir über einen Elefant reden, und ich sage euch, der Elefant hat Stosszähne, grosse Ohren und einen Schwanz. Und ihr kommt dann als Journalistin und sagt, was hat er gegen die Ohren vom Elefant? Was hat er gegen den Schwanz vom Elefant? Was hat er gegen die Stosszähne? Das frage ich Sie ja nicht. Ich frage Doch, Sie. Nein, im übertragenen Sinn. Im übertragenen Sinn macht ihr das genau das, weil ihr euch nicht einlädt auf ein anderes Bild, auf eine Beschreibung von einer gesellschaftlichen, politischen und philosophischen Situation. Sondern ihr pickt etwas aus und sagt dann, ich rufe die Frauen zur Selbstverantwortung. Ich rufe niemandem zur Selbstverantwortung auf. Was ich sage, ich möchte ein Begehren nach eigenen Bildern. Also das sage ich zum Beispiel, lädt Träume zu, lädt
Es spielt so zwischen Imagination und Realität, dem, was ihr vorfindet. Das ist menschlich. Lasst euch nicht einfach zukleistern mit Fremdbildern, mit Fremdbildern, die nichts mit euch zu tun haben. Das ist der Unterschied zwischen Haben und Sein. Gut, also dann habe ich das total missverstanden. Ihr habt es so verstanden, wie es euch entspricht, zu verstehen. Ist euch wichtig zu sehen? Also ist das so wichtig, dass das wie eine Gesellschaftsstabilisation, also wenn ich die, nein, ich denke, also es wäre jetzt gelogen sein und ich würde sagen, ja, unser Aussehen ist uns überhaupt nicht wichtig. Glaube ich, so kommen sie mir also da auch nicht über. Also ganz, aber ich hätte auf einen anderen Punkt kommen, von Zahlen folgen. Und ja, zwar geht es darum, sie, jetzt sage ich nicht kritisieren, sondern sie bringen aufs Tapet. Sie bringen ich erzähle, auf, ich zeichne, ich ironisiere. Genau. Sie ich, bringen aufs Tapet die ganze Geschichte denke. Bologna, ja, denke und die ganze Bologna-Studienreform. Und ich muss sagen, wir gehen hart ins Gericht mit dieser ganzen Geschichte. Das ist ein bisschen eine Seite von. Als Erste profitiert von der Bologna-Reform. Sonst könnte ja nicht Gastdozentin sein innerhalb von x Masterprogramm. Bologna aber ist grossartig. Aber. Ja, es ist eine Erbsenzähler-Mentalität, wenn sie Bildung vermessen. Die heißen ECTS-Punkte. Das ist European Credit Transfer System. Ja. Also das heißt europäische Kreditpunkte. Mhm. Wissen Sie, dass wir aussehen wie eine Kreditkarte? Also eure Identitätskarte sieht genau gleich aus wie eine Kreditkarte. Jetzt als Phänomenologin, also was eine Philosophin auch darf sein, Husserl beispielsweise, sage ich, ist es nicht spannend, auf Formen zu schauen, wie, was sagt das aus? Also, wenn etwas so aussieht. In der Architektur gibt es ganze Vorlesungen, weshalb eine gotische Kirche wie eine gotische Kirche aussieht in diesem Herrschaftssystem. Was ich wage, ist genau zu sagen, wieso sieht unsere Identitätskarte aus wie eine Kreditkarte? Wieso wird dieses Universitätsstudium Universitas? Oder? Also eine ganzheitliche Lehre. Wieso wird die mit einem Kreditpunktesystem gemessen? Wieso haben wir also die ganze Algorithmen-Diskussion, die wir jetzt haben, auch mit der NASA und der CIA und der Kontrolle der Daten, das ist alles in diesem Thema drin. Das müsst ihr zuerst mal schaffen, herzuschauen, dass ihr seht, was politisch, mathematisch, philosophisch, musikalisch, architektonisch und gestalterisch passiert, was das über das politische System aussagt, über die Gestaltungsmöglichkeit des Menschen. Ich finde das total spannend. Und eben, ihr könnt jeder Science, ich bin natürlich auch ein grosser Science-Fiction-Fan-Film, da könnt ihr das nehmen. Bologna sagt allein das, wir messen Bildung in Kreditpunkten. Und Intelligenz ist keine Frage des, ist nicht nur eine Frage des Geistes, sondern eine des Herzens. Und meine Studenten und Studentinnen klagen wahnsinnig, dass sie keine Allgemeinbildung mehr mitbekommen, sondern irgendwelches fachidiotisches Wissen, was wunderbar ist. Dann können sie auch als Formel entsorgt werden. Und bei den Frauen sei es nur unter 90, 60, 90. Trotz allem gibt es gerade bei diesen exakten Wissenschaften halt vieles, was über Zahlen funktioniert. Das können auch Sie nicht abstreiten. Ich steige das nie ab. Ich bin übrigens eine hervorragende Statistikerin und Mathematikerin. Ich möchte hier doch betont haben. Dass Sie auch mehrsprachig sind und ja, auch das ist egal. Nein, aber wir haben natürlich im Gymnasium, ohne Mathe kommt ihr nicht durch. Mhm. Oder? Also es ist eines von diesen Fächern, die nicht ungenügend dürfen sein. Da ist es gut, wenn ihr sogar gute Noten habt dort. Also, es geht nicht ums Ausspielen zwischen Geisteswissenschaften und Naturwissenschaften, sondern es geht darum, eine Urteilskraft zu haben, wo wendet man Naturwissenschaften an und wo nicht. Stichwort Demokratie. Vermessen Sie die Demokratie nicht. Vermessen nicht Politiker, wie oft sie das und das haben abgestimmt. Sondern hören Sie die Argumente an. Tut nicht im Vorfeld von einer Abstimmung nur die Umfrage. Das ist im Sinne der Transparenz. Nein, das hat überhaupt. Ja, das hat, also, darum wird das Publikum. Das können wir zum Teil. Ein Wunder. Ja.
Oder? Wie das man abgestimmt hat, sagt doch noch nichts aus, welche politische Haltung und welche politische Ideen und welche politische Repräsentanz man tatsächlich durchsetzt im politischen Entscheidungsprozess. Das sind alles ganz, ganz wichtige Zusammenhänge. Darum kein Wunder, ändern die meisten Menschen als null, weil sie sich vermessen lassen. Als null? Ja, als nichts. Als nichts. Also wir lassen uns auf jeden Fall nicht vermessen. Gehen wir zurück zum Kernpunkt von Ihrem Buch. Jetzt bin ich gespannt. Was hat Frau Steinmann als Kernpunkt? Nein, jetzt haben wir schon so miteinander auseinandergeredet. Jetzt bin ich gespannt, was dir als Kernpunkt seht. Als Kernpunkt Kernpunkt, wo ich ein bisschen schmunzeln musste. Da habe ich wirklich schmunzeln. Und da möchte ich gleich noch zwei, drei Sätze von Ihnen hören. Und zwar die ganze Geschichte mit dem Küssen. Küssen Männer anders. Mhm. Was hat euch dort Schmutzler gebracht? Ihre Wortwahl? Ja, wie wir es vorgelesen. Das übersteigt jetzt die Geschichte, aber gleich. Geschrieben ist es ja präzise. Es ist eines unter den Galapagos-Finken Beispielen, wie Naturwissenschaftler normales, menschliches, wunderbar erotisches, sinnliches Begehren ihre Studie zusammenfassen, unter dem Titel «Küssen Männer anders?» Wie stimmen Frauen anders? Es ist einfach, es zeigt eine Absurdität. Also wie ihr mich fragt, schmeckt jeder Kuss anders? Also nicht nur «Küssen Männer anders», sondern jeder Kuss schmeckt anders. Aber da brauchen anders. Wir keine Millionen teure Studien. Da brauchen wir nicht eine Million. Ja, genau. Und was steckt aber politisch dahinter, hinter einer solchen Studie? Dahinter steht ein philosophischer Wandel und ein Machtwandel. Dass man die Menschen so kategorisiert, damit man eine gewisse Menschengruppe schnell entsorgen kann. Und das ist eigentlich die ganz, ganz, ganz... Ich habe ein weisses Buch geschrieben. Ich könnte aber auch ein schwarzes Buch schreiben. Aber dann würde dann das erste Wort, das kommt, ist Kulturpessimistin. Leset wieder mal Adorno. So Minimalia, Moralia. Das ist ein schönes. Das sind so die dunkle Seite dieser hellen, lustigen Seite, wie küssen Männer anders. Weil dann heisst es plötzlich auch arbeiten große Frauen über 1,80 anders? Wenn nein, was können wir dann tun? Also wie körperliche Merkmale der Mensch definieren, haben wir den Mensch eigentlich aus der Welt geschafft. Das hoffen wir nicht, dass das so schnell passiert. Und jetzt hoffen wir aber, dass wir ein paar Zuschauerinnen und Zuschauer angeregt haben, zuerst die leichtere Lektüre über die Vermessung der Frauen in ihr neuestes Buch zu lesen. Frau Stempfli, danke vielmals für den Besuch hier bei uns. Danke. Denken muss manchmal wehtun, sagt Politologin und Buchautorin Regula Stempfli über ihr neuestes Denktagebuch, die Vermessung der Frau. Liebe Zuschauerinnen, liebe Zuschauer, ich danke Ihnen für Ihr Interesse. Mit dem aktuellsten aus der Region geht es jetzt gerade weiter im Zürich-Report. Ich wünsche Ihnen weiterhin viel Unterhaltung. Auf Wiedersehen miteinander.